Seine größte Erfindung feierte gerade ein fulminantes Comeback. Das deutsche Fernsehen ohne ihn kaum denkbar. Wetten, dass er auch mit seiner aktuellen wichtigen Mission viele Menschen erreichen wird. Aufklärung über seine Krankheit Parkinson. Der Großmeister ist da, meine Damen und Herren. Und sein Klinikdirektor, Professor Dr. Jens Volkmann, kommt ein bisschen später. Frank Elstner. Meine Damen und Herren, der Neurologe Professor Dr. Jens Volkmann ist bei uns mit Frank Elstner. Wir werden gleich über Parkinson sprechen. Aber Herr Professor, wenn Sie verzeihen, man sieht ihn nicht so oft. Ich möchte mit ihm noch kurz über Fernsehen sprechen. 80 geworden und ich habe mich gefragt, Herr Elstner, wenn man so viel Fernsehen gemacht, mitentschieden, geprägt hat, gucken Sie noch Fernsehen heute? Ja, natürlich. Noch dazu, in der Zeit, in der wir leben, brauche ich die Informationen. Also ich schaue mir jede Informationssendung an und alle möglichen Dokumentationen. Bei der Unterhaltung bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich über alles das lache, was ich da zu sehen bekomme. Also letzte Woche seppte ich einmal durch und bin stehen geblieben an einem Sender. Da hat einer Geld dafür bekommen, dass er sich Dartpfeile in den Hintern hat schmeißen lassen. Und da war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das noch gute Unterhaltung ist. Und dann habe ich allerdings gesehen, wie die versucht haben, das Ganze zu verkaufen, indem man den Hintern dann abdeckte mit einer echten Dartscheibe. Und ich habe gesehen, dass die Menschen gelacht haben und sich amüsiert haben. Und ich habe dann zu Hause gesagt, Kinder, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser. Aber heute gehöre ich auch nicht mehr zu denen, die sagen, morgen ist alles besser. Also das war schon eine harte Nummer. Also, schimpfen Sie in solchen Momenten laut vor dem Fernseher? Wie reagieren Sie, wenn Sie schröckliche Dinge sehen? Nein, überhaupt nicht. Nein, aber ich habe zum Beispiel jetzt in dieser Talkshow hier wunderbare Gäste kennengelernt und dann beschäftige ich mich immer mit dem, was sie sagen. Und eine Veganerin mir gegenüber, das ist genau das Richtige. Ich habe 3 Töchter, davon sind 2 fast Vegetarierinnen und die dritte ist militante Veganerin. Und sie lebt in Berlin und in Kreuzberg gibt es sogar veganische Restaurants mit Sternen, da würde unser Koch höchstwahrscheinlich sogar gerne hingehen und mal auf sein Fleisch verzichten. Und ich habe ein Buch mal rausgebracht mit einem der berühmtesten Ernährungswissenschaftler. Du hast das, glaube ich, damals selber kennengelernt. Und dieser Ernährungswissenschaftler sagt, vegan ist unsere Zukunft. In wenigen Jahren wird es mehr Veganer geben als Fleischesser. Also das ist doch für Sie eine große Hoffnung. Absolut, ja, die Hoffnung teile ich auch. Herr Elstner, was mich bei Ihnen immer Zeit des Lebens beeindruckt hat, dass ich nie genau gewusst habe, wo Sie herkommen, weil Sie so ein präzises Hochdeutsch sprechen. Und ich habe immer versucht rauszulesen, als es noch kein Internet gab, sehe ich irgendeine Dialektfärbung. Und inzwischen weiß ich, dass Sie in Baden aufgewachsen sind, groß geworden sind. Und ich hätte jetzt irgendwie, das können Sie, heieiei und 3 weiche Eier und so. Also, beherrschen Sie das auf Anfang? Natürlich kann ich Badisch sprechen. Ja. Aber mein Badisch hat einen fürchterlichen Nachteil. Ich war 7 Jahre lang im erzbischöflichen Gymnasialkonvikt. Und da waren meistens Kinder, die von einer großen Familie kommen aus dem Schwarzwald, wo einer dazu ausgewählt war, später mal Pfarrer zu werden. Und die kamen aus dem Südschwarzwald, aus dem Mittelschwarzwald, aus dem Nordschwarzwald. Aus dem Hotzenwald. Und jeder sprach ein anderes Badisch. Mhm. Und aus dieser Mixtur habe ich mein Badisch gemacht. Und ich habe jetzt einen echten Badener Schwiegersohn. Der sagt immer, hör auf, Badisch zu schwätzen, du kannst nicht. Waren die Kinder damals nett zu Ihnen? War das eine gute Kindheit? Wir sehen sie im Bild in Schwarz-Weiß. Wie war das damals für Sie?
Ich hatte eine witzige Kindheit. Meine Eltern waren Schauspieler und sind überall rumgereist. Und ich bin bis zu meinem 11. Lebensjahr eigentlich auch nur rumgereist. Ich habe jahrelang in Brünn in der Tschechei gewohnt. Ich habe jahrelang in Wien gewohnt, in Berlin. Berlin hat vielleicht meine Sprache am meisten geprägt, weil da bin ich in die Schule gekommen. Aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wo ich heute sagen sollte, das ist mein Zuhause. Ich war 40 Jahre bei Radio Luxemburg, ja. Besser gesagt in Luxemburg und davon viele Jahre bei Radio Luxemburg. Und für mich ist Luxemburg sowas wie Heimat geworden. Aber mein bester Freund, der kommt aus Linz an der Donau, da bin ich geboren. Und immer wenn ich nach Linz komme, dann esse ich Linzer-Torte und freue mich, dass es die Linzer gibt. Also ich weiß nicht, ich bin Europäer. Bei Radio Luxemburg gab es einen Tom. Sie hießen mal Tim und deswegen war das zu nahe, Tim und Tom. Deswegen wurden Sie Frank Elstner. Welche Menschen dürfen Sie oder sollen Sie heute Tim nennen? Wie viele sind das in diesem Inner Circle? Meine Frau nennt mich Timmy. An guten Tagen. Und wenn es ernst wird, dann nennt sie mich Frank. wer nennt mich noch Tim? Meine Kinder benutzen den Namen hin und wieder. Und ja, sonst ist das eigentlich keiner mehr. Spüren Sie einen Unterschied? Ich meine, ich habe auch in der Schweiz ja verzweifelt versucht, irgendwie dieses Radio Luxemburg auf diesem Ding mit dem grünen, mit dem magischen Auge irgendwie hinzukriegen. Und es war schwierig. Spüren Sie, es gibt ja diese Fama, ich weiß nie genau, ob sie wahr ist, vom Tal der Ahnungslosen, dass die Dresdner kein Westfernsehen. Spüren Sie einen Unterschied, ob Sie durch Dresden oder durch Leipzig schreiten? Ja, einen großen. Und zwar, jetzt ist das ein bisschen ruhiger geworden, aber kurz nach der Wende war ich in Dresden und ich war in Leipzig. Und in Leipzig haben mich viele Leute auf der Straße angesprochen und gesagt, hey, du bist doch der Frank. Und in Dresden hat mich keiner gekannt. Was war für Sie angenehmer? Bitte? Was war für Sie angenehmer? Auch wenn man irgendwo erkannt wird und die Menschen nett sind zu einem, dann genießt man das. Wenn ich in ein Hotel komme und nicht das schlechteste Zimmer kriege, dann bin ich dafür dankbar. Und auf der anderen Seite, wenn man irgendwo mal ist, wo man totale Ruhe hat, dann genießt man das auch. Das ist bei mir jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Aber als ich eine Freundin hatte und das keiner wusste, da war es natürlich gut, wenn ich irgendwo war, wo man nicht erkannt wurde. Sie haben wildeste Dinge getan damals. Sie haben Radioskat gespielt, wo man sich nicht genau vorstellen kann. Wie geht Radioskat? Ach, das ging ganz gut. Wir haben ein paar Skatspieler im Studio gehabt und welche am Telefon, die mitgespielt haben. Und es war eine erfolgreiche Sendung. Aber Sie werden sich totlachen. Wissen Sie, was ich auch mal gemacht habe? Erzähl. Den Wetterbericht. Das kann aber auch wirklich jeder. Aber nicht den, den wir gemacht haben. Jetzt erzähle ich Ihnen was über den Wetterbericht, der damals bei uns eingestampft wurde. Wir hatten einen Wettermann in Straßburg, der hat uns das Wetter geliefert und der hatte nie recht. Es war also furchtbar. Wir haben das Wetter verlesen und es war immer anderes Wetter. Und dann habe ich die Serie erfunden, Wetter zum Wünschen. Und habe unseren Hörern gesagt, passt auf Leute, wer mir jetzt einen Wetterbericht schickt, der morgen stimmt, der kriegt von mir eine LP. Und dann haben wir wochenlang Wetter zum Wünschen gespielt und das klappte immer, weil irgendeiner war immer dabei, der das richtige Wetter vorausgesagt hat. Aber es war dann die Idee... Die Idee kam dann auf den Haufen, ja. Was ich alles weggeschmissen habe. Er hat wirklich fast alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Und er war auch Schauspieler, meine Damen und Herren. Da war ich 15 Jahre alt, ja. Und spielte eine Rolle in einer Serie, die hieß Grundgesetz. Und war ein junger Schauspieler, der sich geprügelt hat. Und ich war da die ideale Besetzung, weil ich habe ja ein Glasauge. Und in der Besetzung dort hatte ich mein Glasauge nicht an, damit es besonders
echt aussieht, dass ich mich richtig gegeilt habe. Wenn Sie nicht Karl-Heinz hätten spielen müssen, hätte es eine Schauspielkarriere werden können oder war die Aussicht, Karl-Heinz zu heißen, in einer Rolle ein Problem? Nein, für mich war das nicht das Problem, Schauspieler zu werden, sondern ich wollte immer der sein, der bestimmt, was gemacht wird. Also ich wäre gern Theaterdirektor geworden oder Regisseur. Und das ist mir leider nicht gelungen, weil ich durchs Abitur gefallen bin und nicht studieren konnte. Und ich hatte keine Lust, nochmal anzufangen und nochmal in die Schule zu gehen. Das heißt, ich bin sogar nochmal in die Schule gegangen. Dann kam der gleiche blöde Klassenlehrer und habe ich gesagt, jetzt kann ich gleich gehen. Und dann bin ich abgehauen und bin sozusagen ungebildet in meine Karriere gegangen. Was nicht geschadet hat, mein Lieber. Und wir haben gerade auch, ich habe gerade gedacht, Mensch, diese Stimme, ja, diese Stimme war mit 15 schon eigentlich wiederzuerkennen mit der Stimme von heute. Das ist ja wirklich auch so ein Markenzeichen, deine Stimme. Aber natürlich ist auch einer deiner größten Erfolge definitiv dein Markenzeichen, Wetten, dass. Und ich meine, als Wetten, dass jetzt wiedergekommen ist, und mit einem größtmöglichen Erfolg, hast du dir den Erfolg auch so vorstellen können nochmal? Also ich habe damit nicht gerechnet. Wir haben alle gedacht, das macht man jetzt noch einmal, um daran zu erinnern. Aber ja, genau. Als ich am nächsten Morgen, ich lag mit meiner Frau in diesem Hotel in Nürnberg und guckte sofort um 7, ab wann gibt es Einschaltquoten? Und als ich die Quote gesehen habe, habe ich sofort den Tommy angerufen, habe den geweckt und habe gesagt, sag mal, hast du gesehen, was wir für eine Quote haben? Und dann waren wir natürlich begeistert. Und das ist eine Riesenfreude. Der Roberto weiß, was es bedeutet, 14 Millionen Zuschauer zu kriegen. Und die Quote wurde einen Tag später noch mal korrigiert und noch mal um 800.000 vergrößert. Also es war toll und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Im November gibt es, ja. Ja, naja, weil ja auch gar keiner damit gerechnet hat, das Wetten, dass noch mal überhaupt wiederkommt und dann eben so erfolgreich. Und jetzt im November gibt es die nächste Ausgabe. Also du hast ja schon öfter erzählt, wie du da, oder wie das war in der Nacht, als du in der einen Nacht, ich glaube mit Rotwein, dieses Konzept geschrieben hast. Aber was mir neu war, dass ein Hunderennen und ein bisschen Glück auch was damit zu tun hatte. Ja, mein bester Freund war ein Spieler. Und der hat mich eingeladen nach London zum Hunderennen. Da war das Grand National und ich habe auf einen dieser Hunde gesetzt. Und da ich keine Ahnung hatte, wer als Hund gut ist, habe ich auf den Außenseiter gesetzt und der hat gewonnen. Und ich habe an dem Abend 25.000 Mark umgerechnet gewonnen. Und dann kannst du dir vorstellen, was zwei junge Männer machen, die nachts mit 25.000 Mark Nein. durch London spazieren. Also wir haben nicht alles mit nach Hause gebracht. Und ich werde dich diskret nicht danach fragen, was ihr gemacht habt, sondern werde es mal in meiner Fantasie ein bisschen ausmalen. Aber du hast, es ist ja erstaunlich, du bist halt der Vater von Wetten, dass. Jetzt haben wir gerade schon über Lampenfieber gesprochen. Wurde das dann bei dir besser von Jahr zu Jahr, von Sendung zu Sendung? Also ich will ihr keine Angst machen, aber es wurde bei mir von Jahr zu Jahr schlechter. Also ich bin immer noch nicht lampenfieberfrei. Hier geht es. Also hier habe ich nicht ganz so viel Lampenfieber. Aber warum hat man Lampenfieber? Das kann mir vielleicht der Doktor sagen. Er ist Chefarzt einer neurologischen Klinik, einer Universitätsklinik. Du musst doch erklären können, woher kommt das Lampenfieber? Aus der Leber? Aus der Lampe. Naja, ich glaube, vor allem können Sie erklären. Und tatsächlich, Frank, hast du ein Wahnsinnsgespür, du Entertainer. Es wäre jetzt tatsächlich auch ein Moment, wo wir jetzt natürlich auch zum Professor mit rüberkämen, weil Lampenfieber, wann hast du gemerkt, dass das Zittern deiner Hand, was man vielleicht erstmal als Nervosität oder tatsächlich als Lampenfiebersymptom erkennt, dass das doch eher was mit einer schwerwiegenderen Situation und Krankheit zu tun hat? Ich war 10 Jahre lang Kollege von euch und habe eine Talkshow gemacht, die Menschen der Woche am Südwestfunk. Und dann, wenn ich dann das Wasserglas genommen habe, hat das immer ein bisschen gezittert.
Und dann habe ich angefangen, das Glas mit zwei Händen zu halten. Und wenn ich Durst hatte, habe ich dann so das schnell weggestellt, in der Hoffnung, es sieht keiner. Und das wurde ein bisschen schlechter. Und dann habe ich festgestellt, links geht's noch. Aber rechts ist es, naja, heute geht's, weil du da sitzt. Also ich habe halt festgestellt, ich zittere, wenn ich ein Glas in die Hand nehme. Und das verfolgt man und guckt, ob es schlimmer wird. Und dann habe ich meinen Hausarzt gefragt. Der hat gesagt, Quatsch, du hast keinen Parkinson. Dann habe ich noch einen Arzt gefragt. Man soll ja immer zwei Meinungen einholen. Und dann habe ich eine dritte eingeholt. Und dann hat mir einer brutal ins Gesicht gesagt, Herr Ilzner, das hat überhaupt keinen Sinn, dass ich Ihnen jetzt irgendwelchen Honig um den Mund schmiere. Sie haben Parkinson. Und da habe ich gedacht, so, wenn der jetzt sagt, ich habe Parkinson, dann will ich der gebildetste Parkinson-Kranke werden, den es in dieser Krankheit gibt. Und habe nur noch recherchiert, nächtelang gegoogelt, Bücher gelesen, bin auf so einen Professor gestoßen, habe viele seiner Kollegen kennengelernt, bin in der Zwischenzeit aktiv tätig in der Parkinson-Stiftung. Und ich weiß jetzt, ich habe die Krankheit, die wird mit mir mit Sicherheit auch schlimmer werden, weil sie ist unheilbar und sie bleibt nicht einfach stehen. Und je öfter wir uns sehen, je mehr drängt sich bei mir die Frage auf, na, habe ich mich verändert zum letzten Mal? Und er wird als Psychologe wissen, wann er sagt, ja. Herr Professor Volkmann, warum ist das so schwierig, diese Krankheit zu erkennen? Warum braucht es auch viel Zeit? Ja, weil sie mit ganz vielen verschiedenen Symptomen einhergeht. Also es gibt nicht einen sozusagen Parkinson-Typ, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Manifestationen. Das kann das Zittern sein, das kann eine Verlangsamung der Bewegungen sein, aber es können auch ganz unspezifische Symptome sein. Also zum Beispiel eine Verlangsamung des Denkens, eine gedrückte Stimmung, eine chronische Verstopfung, die manchmal viele, viele Jahre vor diesen motorischen Symptomen auftreten. Und das heißt, wenn ihr euch jetzt einander begegnet, also ich weiß nicht, habt ihr euch jetzt vor der Sendung, habt ihr euch ja noch gar nicht sehen können, ist das dann wirklich auch, ist das dann wirklich deine erste Frage, wie habe ich mich verändert? Also wenn dieses Fortschreiten ja auch wahrscheinlich also, gar nicht so leicht zu beobachten und zu sehen ist. Wir haben ein Buch darüber geschrieben und das hat uns sehr oft zusammengebracht. Und ich darf das so sagen, wir sind Freunde geworden. Und als Freund mute ich ihm nicht zu, dass er mein Hausarzt ist. Das heißt, die normalen Fragen, wenn ich irgendwas an mir entdecke, die stelle ich meinem Hausarzt in Baden-Baden. Und bei ihm spezifiziere ich mich darauf, die ganz wichtigen Dinge anzugreifen. Und er hat das eben sehr schön formuliert. Ich möchte das nochmal sagen, weil das so deutlich macht. Wir haben in Deutschland 400.000 Parkinson-Kranke. Und jeder hat ein anderes Krankenbild. Mhm. Das heißt, man kann heute nicht hingehen und sagen, wenn ich den so und so behandle, dann wird er so und so auch wieder gesund. Und mir geht es darum, den Menschen zu sagen, Leute, denkt daran, steckt Geld in die Forschung. Die Grundlagenforschung, was die gebracht hat, haben wir jetzt bei Covid gesehen. Wenn man genügend Gelder hat, um sie in die Computer zu investieren und in die Programme, die man braucht, um zu solchen Lösungen zu kommen. Und er ist der Vorsitzende und der Präsident der Deutschen Parkinson, wie heißt die Gesellschaft? Stiftung. Und er braucht Geld, um Doktoranden Geld zu geben, die über ein bestimmtes Thema arbeiten, um die Forschung überhaupt in Gang zu bringen. Und du kannst uns ja mal sagen, ist heute eine berechtigte Hoffnung da, dass Parkinson tatsächlich mal geheilt wird? Ja, ich denke schon. Wir wissen heute so viel über die Entstehung, dass ich denke, dass wir in absehbarer Zeit, ja, dass wir Methoden haben, die die Erkrankung verlangsamen können, vielleicht sogar eines Tages einfrieren, heilen. Also unser großes Vorbild in der Hinsicht ist die Multiple Sklerose. Das ist eine Erkrankung, die war, als ich Medizin studiert habe,
auch nicht heilbar, aber ist heute eine Erkrankung, mit der man gut leben kann und die man in einem bestimmten Stadium einfrieren kann, sodass eben keine schlimmen Folgen entstehen. Und das ist die Hoffnung, die wir auch für die Parkinson-Krankheit haben. Vielleicht mit so ein bisschen 10, 15 Jahren Verzögerung. Herr Professor, was soll man tun? Ich meine, es ist so ein klassischer männlicher Reflex. Also wenn ich jetzt das spüren würde, ich würde versuchen, das möglichst lange so zu tun, als ob es nicht da ist oder so. Weil ich denke, bringt ja sowieso nichts. Bringt es was, es frühzeitig jemandem zu sagen? Das rate ich nicht unbedingt, dass man das frühzeitig anderen sagt, weil man hat dann immer das Problem, dass man vielleicht nicht mehr für voll genommen wird, dass man nicht mehr die berufliche Leistungsfähigkeit oder im sozialen Kontext das tun kann, was man eigentlich trotz der Erkrankung ja tun kann. Deswegen bin ich ja so froh, Frank, dass du zeigst und beweist, dass man mit dieser Erkrankung weiterhin auch leistungsfähig sein kann und dass man auch in Wetten, dass vor der Kamera stehen kann. Vor 14 Millionen und mehr Zuschauern. Das ist eine große Hoffnung, ja, dass man sich nicht verstecken muss mit der Erkrankung. Wie können Politikerinnen und Politiker, wie kann normale Menschen ihrer Stiftung helfen, damit das passiert, was Sie jetzt gerade beschrieben haben? Also zum einen ist es so, man sollte sich nicht dafür schämen müssen, dass man Parkinson hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist leider so, dass das eine Erkrankung älterer Menschen sind. Und ältere Menschen haben in unserer Gesellschaft leider nicht die Lobby, die jüngere Menschen haben. Das ist schwierig. Ja. Also Themen wie Demenz, Alzheimer, Parkinson, die führen nicht gerade zu Begeisterungsstürmen. Und trotzdem sind es eben Themen, die unsere Gesellschaft sehr bewegen müssen. Das ist der große Kostentreiber für Behinderung, Pflege im Alter. Und ich glaube, wenn wir nur einen kleinen Teil der Kosten, das sind mehrere hundert Milliarden Euro in der EU jedes Jahr, wenn wir nur einen kleinen Teil sozusagen dieses Geldes nehmen, um die Folgen, die wir jetzt heute zahlen, um die Folgen zu bekämpfen, in die Forschung stecken, dann sind wir in 5 bis 10 Jahren wesentlich weiter. Und dann müssen wir vielleicht das Geld nicht mehr ausgeben und es geht allen besser. Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen, dorthin zu kommen. Frank Elster? Ich möchte noch gerne etwas dazu sagen, was ich ihm verdanke und worüber wir sehr froh sind in unserer Familie. Er hat mir gesagt, mach Sport, Sport, Sport. Und einer meiner Angestellten hat Sport studiert. Und ich boxe 3-4 Mal in der Woche. Ich spiele so oft ich kann Tischtennis. Ich werde mich jetzt sogar bei Parkinson-Meisterschaften einschreiben. Ich schwimme so oft ich kann. Und ich bewege mich. Das heißt, insgesamt zusammengerechnet mache ich eine Stunde Sport am Tag. Übers Jahr gerechnet kommen da 5 Stunden pro Woche raus. Weil wenn es mal ganz arg regnet, dann macht man vielleicht nichts. Oder man hat Schnupfen oder man ist mal verschnupft. Aber dieser Sport bringt einen dazu, dass man das Gefühl hat, dass die Krankheit langsamer vorangeht. Und da hat er mir sehr geholfen.